Herzlich willkommen bei uns, bei Hauptner und Herberholz. Seit über 140 Jahren stehen wir für Tradition, Verlässlichkeit und produktive Fortschrittlichkeit. Durch unseren neu gegründeten Firmenverbund werden unsere Produkte mit den Schwerpunkten Tierkennzeichnungen, Tierzuchtgeräte und Veterinärinstrumente mehr denn je in unserem Werk in Solingen auf hohem Qualitätsniveau gefertigt und weltweit zu marktgerechten Konditionen vertrieben. Heute stellen wir Ihnen aus der Sparte Veterinärinstrumente eine Neuheit vor. Das Drench-Besteck. Diese Kuh hat vor 2 Tagen gekalbt. Sie hat Zwillinge geboren. Das war ihre 4. Kalbung. Sie hat kalte Ohren. Sie hat eine leere Hungergrube, einen leeren Pansen, kaum Pansentätigkeit. Diese Kuh hat Kalziummangel. Wir werden sie versorgen, indem sie gedrenscht wird mit 50 bis 60 Liter warmem Wasser, dem Kalzium und energiereiche Substanzen zugegeben werden und mit einer Kalziuminfusion. Das Drench-Besteck. Das Drench-Besteck besteht aus folgenden Komponenten. Zum einen der Sonde, die am Ende befindet sich die Krone. Die Krone hat 4 Wasseraustrittsdüsen zur gleichmäßigen Druckverteilung im Pansen. Die Nasenklammer, der Zuleitung, das Lebensmittel echtem Kunststoff, Ende mit Bajonettverschluss und der Tauchpunkt, die sich durch einen extrem niedrigen Wasserdurchsatz auszeichnet. Herzstück des Drench-Bestecks ist die aus V2A gefertigte Schlundsonde. Sie ist rostfrei, säurebeständig, beißfest und extrem flexibel. Hier sehen Sie noch einmal die Krone, Wasserzuleitung, die mit einem Bajonettverschluss an der Tauchpumpe befestigt wird, und die Nasenklammer, die sich am Griff der Sonde befindet. Der Tierarzt wird die rotbunte Kuh nun drenchen. Ohne Gewalt, ganz locker, über die Zunge schieben. Das Tier wehrt sich jetzt kaum, es hat keinen Stress, keine Schmerzen. Einsetzen der Nasenklammer. So. Wichtig ist, dass man das Tier frei im Fressgitter stehen hat oder woanders, nicht zur Seite oder nach vorne bindet. Sie muss sich frei bewegen können mit der Sonde. Jetzt wird überprüft, ob die Sonde richtig sitzt. Mit dem Mund wird Luft eingeblasen. Gleichzeitig wird der Pansen abgehört. Ist ein Blubbern zu hören, sitzt die Sonde korrekt. Ist kein Blubbern zu hören oder macht die Kuh Abwehrbewegungen, führen Sie die Sonde neu ein. Stellen Sie etwa 60 Liter körperwarmes Wasser bereit. Das ist ein kalziumhaltiges Medikament zur oralen Eingabe. So, jetzt stelle ich die Pumpe da unten rein. Verbinden Sie die Pumpe mit der Sonde. Starten Sie die Pumpe. Man sieht jetzt schon, wie der Wasserspiegel sinkt. Achten Sie darauf, dass die Pumpe keine Luft zieht. Wenn Sie wie hier mit einem 20-Liter-Eimer nachfüllen, können Sie auf einfache Weise kontrollieren, wie viel Flüssigkeit Sie der Kuh bereits verabreicht haben. Beenden Sie das Pumpen, wenn der Pansen mäßig gefüllt ist. Pusten Sie die Sonde vor dem Herausziehen leer, damit keine Flüssigkeit in die Atmungsorgane der Kuh gelangt.
lösen Sie die Klammer und ziehen Sie die Sonde heraus. Reinigen und desinfizieren Sie diese gründlich nach jedem Gebrauch. So, tun wir da mal wieder Futter vor. Das Drenchen hat das Wohlbefinden der Kuh gesteigert. Das Wasser stimuliert den Pansen und fördert die Fresslust der Kuh. Problemtiere fressen meist sofort nach dem Drench. Dies nennt man den Drench-Effekt. Das Gute am Drenchen ist, dass nach einer kurzen Einweisung durch den Tierarzt das Drenchen auch vom Landwirt oder wie in unserem Fall von der Landwirtin selbst durchgeführt werden kann. Der korrekte Sitz der Sonde wird überprüft. Die Sonde sitzt korrekt. Die Zuleitung wird an die Pumpe angeschlossen. Pumpe in Betrieb genommen. Pumpe wird ausgeschaltet, die Sonde wird leer geblasen. Und wieder sind wir Zeugen des Drench-Effektes. Unmittelbar nach dem Drenchen beginnt die Kuh mit der Grundfutteraufnahme. Hauptner und Herberholz, ein Unternehmen mit Tradition. Immer im Dienste der Landwirtschaft. Und stets ihr verlässlicher Partner mit zukunftsweisenden Lösungsvorschlägen.